Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im August hatte ich ein Video veröffentlicht, in dem ich euch erzählt habe, dass ich seit Anfang Juli meine Ernährung weiter optimiert habe, dass ich mich schleimfrei, schleimarm nach Arnold Ehret ernähre. Und in den letzten Jahren gab es immer Videos von mir, wo die Begriffe schleimarm, schleimfrei, schleimfreie Heilkost fielen, wie auch der Name Arnold Ehret. Also es gibt auch einige Videos zu diesem Thema hier auf meinem Kanal. Und ich glaube, vor 2 Jahren habe ich auch ein Video veröffentlicht mit meinen lieben Freunden Tobias von IOM und dem Henry von Henry Lopp. Und dieses Video heißt Mein Weg zur schleimfreien Heilkost. Und es ist auch ein sehr interessantes Gespräch geworden. Viele interessante Informationen zur schleimfreien Heilkost, wie auch Erfahrungsberichte von Henry und Tobias. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es oben in den Infokarten. Natürlich kommen auch immer wieder Fragen, was bedeutet denn schleimfrei? Welche Lebensmittel gehören denn dazu? Es gibt auf meiner Website, auf meinem Blog, 2 Artikel, die der Henry geschrieben hat. Einmal die Liste der schleimfreien Lebensmittel und dann einmal die Liste der schleimbildenden, der schleimerzeugenden Lebensmittel. Und diese beiden Artikel verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und mit diesem Video möchte ich euch einfach mal so einen Einblick geben, wie so ein schleimarmes, schleimfreies Buffet aussehen kann. Wir hatten letzten Besuch von Freunden und da hatte ich mir spontan überlegt, das Buffet einfach mitzufilmen und um euch einfach mal einen Einblick zu geben, wie sieht denn so eine schleimfreie Ernährung aus, was kann man denn da essen? Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen folgenden Inspirationen. Hier seht ihr ein schleimfreies, schleimarmes Buffet. Wir haben heute Besuch, wir sind insgesamt 5 Erwachsene und 2 Kinder und wir haben ja ein tolles Buffet zusammen vorbereitet. Das ist nicht nur Rohkost, es ist auch gedämpftes und gebackenes Gemüse dabei, gemäß der schleimfreien, schleimarmen Heilkost nach Arnold Ehret. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen und erklären, was wir da alles so zubereitet haben. Hier, das ist die süße Fraktion, das ist Apfelstrudel, rohveganer Apfelstrudel, auch ein ganz tolles Rezept. Besteht einfach nur aus Äpfeln, Bananen, ein bisschen Flohsamenschalen in diesem Wrap außen und die Füllung einfach nur aus Äpfeln, Bananen, ein bisschen Zitronensaft, Zimt, Vanille und ein paar grüne Rosinen, die nicht geölt sind. Und hier haben wir auch ganz tolle Apfel-Bananen-Zimtschnecken. Die hat Henry heute gemacht. Henry, magst du noch mal kurz was zu den Zimtschnecken sagen? Die hast du ja letztes oder dieses Jahr, also du warst derjenige, der das Rezept uns vorgestellt hat und das war ganz lecker. Magst du kurz was dazu sagen? Ich habe das damals gefunden von dem Dr. Douglas Graham. Das habe ich vor vielen Jahren mal auf dem Blog gelesen und da dachte ich mir, eigentlich schon seit vielen Jahren, das müssen wir mal machen und das letzte Mal ausprobiert oder das erste Mal ausprobiert hatten wir das dann dieses Jahr. Ne? Hm. Dieses Jahr haben wir das erste Mal ausprobiert. Ich glaube im Winter, ne? Genau, und das ist eigentlich ganz einfach. Man muss die Banane halt in 3 längliche Stücke teilen. Und dann legt man das in den Dehydrator für 6 bis 8 Stunden ungefähr. Und dann macht man einfach eine Soße aus Apfel, Dattel und Zimt. Und dann bestreicht man die Bananen und dann rollt man das da einfach ein. Das Video könnt ihr auch nochmal sehen. Silke hat ein schönes Video darüber gemacht. Das können wir auch noch verlinken. Genau. Dann haben wir ein bisschen Grünzeug. Grünzeug ist auch wichtig. Petersilie und noch ein eher mildes grünes Lebensmittel. Also vor allem saftig, also wir essen es vor allem, weil es sehr wasserhaltig ist, das ist ein bisschen Eisbergsalat. Dann gibt es hier selbstgezogenen Rettich, ein bisschen scharfe Sprossen. Dann haben wir hier Ochsenherztomaten und die hat Henry noch diese Woche vom Wochenmarkt mitgebracht. Ne? Also vieles, was ihr hier seht, ist auch regional. Also die Sprossen sind selbstgezogen, die Tomaten sind regional, der Eisbergsalat und die Petersilie ist regional. Auch die Äpfel, die wir hierfür verwendet haben, sind regional. Dann haben wir hier... Das ist, was war das gleich? Salatherzen waren genau, das, ne? So Mini-Romana-Salat. Mini-Romana-Salat, auch ein schönes, würziges Grün. Und hier haben wir auch einen Gurkensalat, den wir uns total gerne machen. Einfach Gurken raspeln, da sind Kresse, also Kressesprossen dabei, gefrorene 6 Kräuter. Und dann so eine Würze, Henry, die hast du auch kürzlich erst mitgebracht im Bioladen. So eine Flüssigwürze, die hefefrei ist, ne? Genau, das ist so ein Gemüseauszug und dann ist da eben noch... ich glaube Sojasauce und ja, Curry war dabei. Genau. Also so ein Gurkensalat mit verschiedenen Variationen, das essen wir jetzt schon seit Monaten. Das ist so seit Monaten Teil unserer Abendmahlzeit. Dann ja, gerade bei Gurkensalat ja, ist, hier haben wir dann gleich auch nochmal 2 andere Variationen. Ne? Die wir jetzt auch monatelang schon gegessen haben. Das ist hier einfach nur geriebene Gurke mit Spirulina-Pulver. Und das ist geriebene Gurke mit ganz, ganz viel Chlorella-Pulver. Also das ist so meine absolute Lieblingskombination. Chlorella und Gurke so als ein bisschen herzhaftere Variante.
Und dann hier wieder wertvolles, selbstgezogenes Grün. Das ist Erbsengrünkraut und Sonnenblumenkerngrünkraut. Selbstgezogen alles. Dazu gibt es auch Videos auf meinem Kanal, aber auch Blogartikel, wer einfach mal sich so einen Überblick verschaffen will. Und so wie ich auch lieber über einen Text schnell drüber liest, dann kann ich euch die beiden Blogartikel, wie man diese beiden grünen Lebensmittel selber zieht, auch unten in der Infobox verlinken. Dann haben wir hier Pflaumen, Henry, die hast du auch vom Markt. Ja, auch regional. Auch noch regional. Und hier haben wir ganz tolle kleine Tomaten, die sind aus dem Bioladen und die sind tatsächlich auch noch regional, genauso wie dieser Paprika. Also viele regionale Lebensmittel. Auch das ist ein regionales Lebensmittel, aber diesmal gebacken. Mhm. Das ist Kürbis und Henry, das gehört auch zur schleimarmen, schleimfreien Heilkost. Ne? Und der rohe Kürbis ist ja nicht schleimfrei. Ne? Ja, der rohe Kürbis ist nicht schleimfrei, weil der noch Stärke enthält. Und durch dieses Gebackene geht die Stärke fast gänzlich weg. Also da ist vielleicht noch ein minimaler Anteil mit drin, aber der ist fast komplett weg, die Stärke. Mhm. Du verfolgst ja schon länger Professor Spira und Brother Aaron, hast mir schon ganz viel davon berichtet. Und die empfehlen ja auch, wenn dann gedämpftes oder gebackenes Gemüse, und die essen dann auch viel Salat dazu. Und was bringt das, diesen Salat dazu zu essen? Genau, also wenn man jetzt das Gedämpfte oder das Gebackene bloß so essen würde, da fehlen im Prinzip die Fasern, weil die gehen ja durch den, durch den Kochvorgang oder durch den Backvorgang und durch den Garvorgang gehen die ja zu einem großen Teil weg. Und in Kombination mit dem Salat ist halt sichergestellt, dass der Darm einmal durchgefegt wird, was dann im Prinzip auch wie eine leichte Darmreinigung dann quasi ist, genau. Und wir hatten uns auch vor einer Weile mit einem gemeinsamen Freund unterhalten und er meinte auch, dass dann sogar dieser Kürbis oder das gedämpfte Gemüse so ein bisschen wie Rohkost verstoffwechselt oder vom Körper erkannt wird, wenn man viel, viel Frisches dazu isst. Ne? Mhm. Das können Wildkräuter sein, das kann auch Petersilie sein, also oder Eisbergsalat oder also verschiedene Salate, verschiedene wasserhaltige Sachen auch, ne? Und dann haben wir hier noch ein bisschen gedämpftes Gemüse, das ist Zucchini, auch regional, der Brokkoli ist regional, Zwiebeln und Knoblauch. Also die Zwiebeln sind auch regional. Ich glaube, der Knoblauch, der ist aus dem Bioladen und der kommt aus Spanien. Und dazu gibt es auch noch gefrorene 6 Kräuter. Also das ist jetzt hier ein schleimarmes, schleimfreies Buffet. Wir haben noch im Backofen Süßkartoffeln. Mhm. Also auch gebackene Süßkartoffeln sind schleimarm. Und das ist es genau das Gleiche bei gebackenen Süßkartoffeln. Ja. Also roh sind so schleimbildend etwas. Mhm. Und durch das Backen? Sehr, sogar. Sehr, sehr, okay. Und durch das Backen werden sie eben, verlieren sie an Stärke und sind dann für eine schleimfreie, schleimarme Heilkost geeignet. So, Henry, was würdest du als erstes essen von dem Buffet? Was ist so von der Lebensmittelkombination, von der Reihenfolge so am günstigsten? Ich meine, heute ist viel durcheinander. Mhm. Eigentlich essen wir gar nicht so viel durcheinander, aber weil wir heute eben noch Besuch da haben, da machen wir es immer schön und dann gibt es auch immer ein bisschen Vielfalt. Aber was würdest du am liebsten kombinieren? Ja, also anfangen würde ich mit den Pflaumen, weil die zu den sauren Lebensmitteln gehören. Und danach dann, was jetzt nicht so die beste Kombination ist, aber danach dann eben zu dem Süßen übergehen. Mhm. So, und die Früchte verdauen sich quasi als schnellstes. Und danach kann man dann, wenn man es strikt einhält, zu den Gemüsefrüchten übergehen, also zu den Tomaten, zu der Paprika und zu den Gurken. Und dann eben kann man anfangen, die Salate dazu zu essen. Salat kann man immer dazu essen, egal was man isst. Und dann kann man das zum Beispiel den Salat am besten dann eben noch mit dem Gedämpften oder mit dem Gebacken kombinieren. Ja, also mit dem Obst anfangen, Gemüsefrüchte und danach alles weitere. Henry, du isst ja auch nur eine Mahlzeit am Tag, ne? seit einer geraumen Zeit. Wir trinken vorher Säfte. Und es ist auch so, wenn wir dann mal 3-4 verschiedene Lebensmittel kombinieren oder wenn wir dann mal eben einen Apfelstrudel haben, dann so einen Gurkensalat und vielleicht Gemüsefrüchte, dann brauchen wir manchmal 1 Stunde, 1,5 Stunden. Also wir lassen dann auch wirklich immer Zeit zwischen den Lebensmitteln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Apfelstrudel esse, dann warte ich so 20 Minuten und dann gehe ich zum nächsten über. Also das dauert dann manchmal, aber gerade mit Freunden zusammen ist es eine schöne Zeremonie. Ne? Man kann sich unterhalten nebenbei, man lachen, man isst gemeinsam, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Genau, das waren jetzt mal solche Einblicke oder so ein Einblick, wie so ein schleimarmes, schleimfreies Buffet aussehen kann. Also bunt, schön grün und nicht langweilig. Und Vielfalt. Vielfalt, ganz wichtig. Und ich freue mich ja auch, dass es noch so viel regionale Kost gibt. Das habt ihr ja gesehen, ich habe euch ja benannt, was alles noch regional ist. Und auch, betone ich immer wieder gern, Spirulina und Chlorella, wir verwenden das Chlorella und Spirulina-Pulver aus Klötze, das ist eine Algenfarm hier in Deutschland. Und das freut mich immer sehr, dieses kostbare Grün auch regional wählen zu können.
Jetzt gibt es noch drei Buchtipps von mir zum Thema schleimfreie Heilkost. Da haben wir hier die schleimfreie Heilkost von Professor Arnold Ehre. Dieses Buch gibt es mittlerweile auch als kostenlose PDF-Datei. Mein lieber Freund Tobias von IOM hat auf seiner Webseite den kostenlosen Download-Link. Den setze ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr euch dieses Buch kostenlos als PDF herunterladen. Dann habe ich hier noch zwei andere Bücher, die ich auch immer wieder gerne empfehle. Gesunde Menschen Band 1 und Gesunde Menschen Band 2 von Arnold Ehre, das Fasten- und Ernährungsbuch. Und in diesem Buch sind fast alle Artikel aus dem Englischen und vor allem auch aus dem Deutschen von Arnold Ehre enthalten. Sehr, sehr spannende Artikel, sehr, sehr spannende Ausführungen und Erfahrungsberichte. Wer mehr über die schleimfreie Heilkost über Arnold Ehre wissen möchte, dem empfehle ich Band 1 und Band 2, gesunde Menschen. Die Links findet ihr unten in der Infobox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich bin natürlich auch an eurer Meinung interessiert. Was haltet ihr von der schleimfreien, schleimarmen Heilkost von Arnold Ehret? Habt ihr selber schon Erfahrungen machen können mit dieser besonderen Form der Heilkost? Ich freue mich über einen friedlichen Meinungsaustausch. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald, eure Silke.